jetzt also die bronzene Auszeichnung im Teamwettbewerb. Zeit für den großen Final, den skandinavischen Final, das Duell Norwegen gegen Schweden. Das ist angesprochen, es gibt einen neuen Weltmeister in dieser Disziplin. Für Schweden haben wir Estelle Alfon, die zuerst den blauen Kurs absolviert. Norwegen setzt Thea-Louise Stiernesen auf Rot. Der große Druck der Schweden, vor allem auf Frauenseite, Sarah Hector, wird dann das zweite Duell gegen Christina Ries-Johannessen bestreiten. Sarah Hector, wenig überraschend, auf Rot gesetzt. Ja, wir warten immer noch auf diese Überraschung, dass mal der blaue Kurs gewinnt. Es könnte auch ein Fehler passieren, ein großer auf dem roten. Vielleicht erleben wir das noch. Auf jeden Fall geht es jetzt los. Alfo auf blau, Stiernesen auf rot. Der rote Kurs natürlich ein bisschen gezeichnet jetzt. Wie schnelle Zeiten sind noch möglich? 23:16 für die Frauen. Keine besonders gute Zeit. Sie freut sich natürlich über den ersten Punkt für ihr Team. Ja, aber gleichzeitig glaube ich, dass da die 23:19 auch ein bisschen die Rechenmaschine angeworfen haben im Gehirn von Stiernesen. Ist diese Zeit gut genug am Ende? Weil das wahrscheinlichste Szenario auch im Finale ist ein 2:2 nach Duellen und ein Entscheid über Sieg und Niederlage in diesem Kampf. Ein Entscheid um Gold und Silber über die Zeit. Sarah Hector ist bisher 22:30, 22:50 gefahren und damit deutlich schneller als diese Zeit jetzt von Stiernesen. Auf dem blauen Kurs Sebastian Fosse Sulevåg, der norwegische Slalom-Spezialist, gegen Christoffer Jacobsen. Auch er eigentlich im Slalom daheim. Beide haben dieses Mittelding zwischen einem Slalom und einem Riesen, aber offensichtlich sehr gut im Griff. Vor allem Christoffer Jacobsen. Ihn kennen wir als sehr schnellen Athleten mit sehr hoher Ausfallquote. Das war heute zum Glück, also der zweite Teil dieser sportlichen Biografie, das mit der Ausfallquote, haben wir heute nicht gesehen. Jacobsen hat extrem geliefert mit 21:40 im Halbfinale. Oh. Jetzt der Fehler von Jacobsen. Oh nein, dann fährt Fossolevåg am Tor vorbei. Er verwirft die Hände, fühlte er sich da irritiert? Ja, aber die Zeit von Jacobsen, die wird nicht gut sein. Nein, das ist das Gegenteil von gut. Aber ohnehin, es muss jetzt entschieden werden, war das eine Behinderung, weil eine Behinderung, ob absichtlich oder unabsichtlich, so steht es im Reglement, absichtliche Behinderung, was wäre das denn? Da rutscht, ja gut, aber da gibt es eigentlich, ah hier, ja, da ist Fossolevåg ausgewichen. Er sieht seinen schwedischen Kontrahenten auf sich zufahren. Ich bin gespannt, was jetzt der Chefrenndirektor auf der Frauenseite in seiner Videokabine hier analysiert. Da sieht man, er weicht einem möglichen Zusammenstoß aus. Das macht er definitiv, hat das absichtlich gemacht, hat abgebrochen. Das muss er ja auch tun, aber reicht es? Hey, aber sowieso, ich meine, da geht für Voss Sulevåg die Tür auf Blau einen Sieg herauszufahren. Hui, da gibt es Diskussionen. Da, diese Cross-Block- oder Doppelblock-Technik, die man von früher her kennt bei Jacobsen. Also man fährt hier mal weiter, aber ich bin nicht sicher, ob das jetzt einfach als Punkt für Jacobsen am Ende dann gewertet wird. Man hat diesen Videoschiedsrichter, um sofort und ohne Rekursmöglichkeit entscheiden zu können. Und da muss etwas entschieden werden. Auf jeden Fall hat sich die Ausgangslage für Norwegen gebessert. Aber wir erinnern uns, die Zeit von Stiernesen war nicht hervorragend. Was kann jetzt Sarah Hector hier entgegenhalten im Vergleich mit Christina Ries-Johannessen? Es bleibt also spannend, da ist alles noch offen. Wir hören gerade, dass der Lauf anscheinend wiederholt werden soll. Das ist aber eine ganz interessante Auslegung des Reglementes 22:64. Eine super Zeit erneut von Sarah Hector. Aber wir werden auf die Jury warten. Ich habe das im Reglement so noch nie gelesen.
aber in diesem Parallelformat gibt es ja immer wieder Überraschungen, haben wir gestern gesehen. Sarah Hector auf jeden Fall hat geliefert, 22,64. Damit ist sie eine halbe Sekunde schneller gefahren als der Luise Stiernissen. Schau. Geht nochmal nach oben, hä? Voss, Sullevog und Christopher Jakobs. Da sehen wir die Kabine, wo der Videoschiedsrichter sitzt. Peter Gerdol. Gerdol. Betonung auf dem Mond, das weißt du besser als ich. Er ist auf deiner Seite bei den schnellen Ski-Ladies, der Chef. Renndirektor hat das genau gleich gesehen wie wir. Da gab es eine natürlich unabsichtliche Behinderung. Voss Sullevog hat die geistige Flexibilität gehabt, um hier einen möglichen Zusammenstoß auszuweichen. Aber wenn man das jetzt wiederholt, dann ist ja das für Christopher Jakobsen auf Rot, der da nach seinem großen Fehler noch einmal fahren darf. Ja, wie eine zweite Chance, ein zweiter Joker. Ja. Nicht fair, finde ich. Weil er hat ja das Ganze ausgelöst. Wenn schon, musst du ihn bestrafen und disqualifizieren für diesen Run. Und so gibst du ihm noch einmal die Chance. Boah, heikel, auch heute. Wow. Also ich muss ehrlich sagen, den Reglementspassus habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht reglementarisch abgestützt ist. Das ist eben das Problem dieser Parallelformate, dass es verschiedene Reglemente gibt. Wobei der Team... Event eigentlich reglementarisch einigermaßen durchgekämmt worden ist in den letzten Jahren und sich nicht mehr viel geändert hat. Ja, ich sage nicht in erster Linie, dass es nicht reglementskonform ist. Ich sage nur, dass es nicht fair ist, jetzt in dieser ganz konkreten Situation. Nach dem Fehler von Jakobsen, kommt darauf an, wie du es anschaust. Geholt. Also, aber es geht ja natürlich nur jetzt in diesem konkreten Fall, weil du wieder die Situation hast, dass der rote Kurs, das eine ein Kurs, einfach viel schneller ist. Wenn du das wegnimmst, dann ist es okay, oder? Dann kannst du nochmal fahren, wenn du davon ausgehst, dass die beiden Kurse gleich schnell sind. Aber in dieser speziellen Situation ist es ein ganz klarer Nachteil für das norwegische Team. Aber er hat natürlich abgebrochen, Sullevog. Ah, schwierig. Jakobsen ist länger gefahren, 23,19. Hat vielleicht ein bisschen mehr Laktat in seiner Muskulatur und einen entsprechenden kleinen Nachteil, während Voss Sullevog gut reagiert hat. Es hätte am Ende nicht geknallt, aber das konnte er in dem Moment, als er seine Fahrt abgebrochen hat, nicht wissen. Er sah ihn hier aus dem peripheren Blickfeld von links auf sich zuschießen. Da musste er reagieren, um eine potenziell hochgefährliche Situation zu verhindern. Ja, natürlich willst du dich in diesem Teamwettbewerb auch nicht verletzen, das ist klar. Und was auch interessant ist, sie lassen sie jetzt starten, also vor dem eigentlich, oder es bleibt dann beim abschließenden Duell von Fabian Wilkens-Solheim gegen Matthias Rönngren. Sie schieben sie also vor dem ursprünglich schon geplanten letzten Duell Norwegen-Schweden wieder rein, mit minimalem zeitlichem Vorlauf. Christopher Jakobsen. Ja, er weiß auch, da habe ich schon ein bisschen Glück gehabt. Mit dem Riesenbock hätte ich mein Team in eine ganz blöde Situation bringen können. Ja, Voss Sullevog muss jetzt sich auch darauf einstellen. Ich muss jetzt noch einmal liefern. Darf nicht daran denken. Wäre ich doch durchgefahren. Hätte ich eine gute Leistung erzielt, hätte diesen Punkt geholt. Ja, das überlegt er sich nicht. Das war ein Reflex. Unfallverhindernden Reflex. Also nein, jetzt im Nachhinein. Nein, darf er sich nicht mehr daraus. Nein, auch im Nachhinein. Diesen Gedanken wird er nicht haben. Bist du sicher? Ja, 100% sicher. Ich hätte ihn. Wie auch immer. Wir sehen nicht in die Köpfe dieser Athleten hier. Das ist Matthias Rönngren, der dann ganz am Ende gegen Fabian Wilkens-Solheim das allerletzte Duell bestreiten wird. Also die Ladies sind jetzt unten und im Klassement. Die beiden Männerduelle finden nochmal in diesem Fall hier statt. Und dann nachher die erste Begegnung von Rönngren gegen Solheim. Jetzt also Jakobsen gegen Voss Sullevog zum zweiten. Wie geht das hier aus? Von beiden. Sullevog auf jeden Fall ohne Handicap da oben. Jetzt kommt es zu dem Bereich. Oh, Jakobsen wieder mit Schwierigkeiten. Nicht ganz so extrem wie zuvor. Wieder rutscht hier der Außenski weg. Voss Sullevog
Im Zielhang hat er die Nase vorn. Sulevåg, Sulevåg. Jawohl. Er bringt das runter, er bringt es runter. Hey, Rerun, alles richtig gemacht. Ja, kann man gar nichts mehr sagen. Sulevåg holt sich den zweiten Punkt für Norwegen. Wow, sensationell. Und Norwegen hat den letzten Lauf auf Rot. Da haben wir die Antwort, er hat sich definitiv nicht geärgert. Hat das Ganze ausgeblendet, hat sich noch einmal fokussiert auf diesen Lauf und schafft es tatsächlich als erster auf diesem blauen Kurs das Break zu schaffen. Wahnsinnsgeschichte. Ja. Und die Zeit? Ah nein, es sind 22:63. Ja, die Zeit ist natürlich nicht brillant, aber die spielt jetzt eben vielleicht überhaupt keine Rolle mehr, wenn Fabian Wilken-Solheim auf Rot die Sache runterbringt. Und für den gesamten Wettkampf ist es ein Geschenk nicht des Himmels, sondern von Sulevåg, dass er hier auf Blau gewinnt. Darauf haben wir jetzt etwa eine Stunde lang gewartet. So, Schweden gegen Norwegen zum letzten. Vorteil Norwegen. Rücklage Rönngren. Und so überzeugt hat nun Rönngren bisher nicht in diesem Team-Event. Er ist gut, aber auch nicht einer der allerbesten mit seinem aufgeschürften Kinn. Wilken-Solheim. Er kann es richten. Erreichen hier ist Christopher Jakobsen ins Trudeln, ins Rutschen geraten. Keine Schwierigkeiten bei Wilken-Solheim. Der Norweger zieht da so locker durch. Norwegen. Norwegen wird Teamweltmeister 2021. Schweden holt sich Silber. Ja, groß die Freude im norwegischen Team mit Thea Louise Stiernesund, Sebastian Voss, Sulevåg, Christina Riis-Johannessen und Fabian Wilken-Solheim. Habe ich die Männer richtig ausgesprochen? Welchen? Die Männer? Die norwegischen Männer, habe ich sie richtig ausgesprochen? Da Emotionen geschaut. Sorry, ich war völlig abgelenkt von diesen wunderbaren norwegischen Emotionen. Der Team-Event, der bietet ganz besondere Emotionen. Dieses Teamgefühl, das sagen sie alle, die diese Teamwettbewerbe bestreiten, das ist so schön, es ist so besonders, so anders als alles, was sie sonst erleben, wo sie zwar als Gruppe das ganze Jahr über unterwegs sind, aber am Ende jeder und jede für sich im Wettkampf allein zurechtkommen müssen. Hier ist ein Teamgebilde und es war heute eigentlich bei keinem einzigen Auftritt von irgendeiner Nation am Ende so eine Teamleistung wie jetzt von den Norwegen im Finale. Ja, und vor allem auch für das gebeutelte norwegische Frauenteam, das einen Rückschritt gemacht hat in dieser Saison, ist es wirklich ein Boost. Vielleicht wirkt sich das dann auch positiv aus auf die Rennen im Riesenslalom und Slalom, die noch anstehen. Die Schweiz wird Vierte. Wenig dankbar. Denn die Holdener und Samuel Bissig sind